schottische Kathedrale. Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Und bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Und, was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu, er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Und, hast du so eine Erinnerung? Was, die Kathedrale? Ja. So ziemlich, aber es ist lange her, ist etwas verblasst. Dieser Kran, Sprengstoff. Ich glaube, der Diebstahl des Kreuzes hat unseren Rafe nervös gemacht. Ja, ein wenig. Oh, es muss ein Schock für Avery gewesen sein, als er aus den Tropen hierher kam. Also, das kann ich verstehen. Ja, sicher. Wegen der Zeit im Gefängnis. Ja, du glaubst nicht, wie sehr ich die Kälte vermisst habe. Steht jemand auf den großen Knall? Da ist jemand ziemlich verzweifelt. Tief. Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten.
Das sollte halten. Oh, gute Idee. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlan? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Scheiße! Der Schuss, kleiner Bruder. Das war's! Okay, alles okay. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Meinst du, wir finden einen Grabstein, auf dem steht, hier liegt Henry Avery, geliebter Sohn und berüchtigter Pirat? Ja, wohl kaum. Er will unbedingt unentdeckt bleiben und schreibt dann seinen Namen auf einen Stein? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Schorlein-Ausrüstung. Wenigstens keine Schorleine. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. Hey, wie sieht's hiermit aus? Hey, damit können wir rausklettern.
Shoreline, gesteckt. Okay, ich glaube, wir sind entkommen. Wo sind unsere Jungs? Waffen im Sicherheitsplatz. Verfluchter Scheiße! Sind nicht alleine! Oh, man! Okay, gut gemacht. Das hätte böse enden können. Ja, verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Los, auf geht's. Okay, was jetzt? Cool. Hab es. Wow, Vorsicht. Hup.
Benutze den Haken. Okay, meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. So, siehst du? Ziemlich tollpatschig. Sam, die Leiter da, ich komm nicht dran. Okay, warte, ich komm rüber. Okay, hilf mir hoch. Zieh dich hoch. Na geht. Da. So. Ah, danke. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Runter geht's. Das brennt. Das macht Spaß. Wenn wir sie auslöschen. Man folgt dem Ruf des Gelben. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie einbringen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort zu bleiben. Und der Oberst? Hat die Nacht nicht überlebt. Oh! Eiskalte Hunde. Wie sagt Nadine? Geschäft ist Geschäft. Hauptsache Action. Ich hätte Lust auf einen schönen Putsch. Wem sagst du das? Du den Linken, ich den Rechten. Schon mehr kommen, Leute. Versuchen wir so weiterzumachen. Entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Thank you.
Wunderbar. Hier ist nichts. Hier liegt einer! Okay, sie haben uns nicht... Weitersuchen! Sie sind hier irgendwo! Ich hab noch nichts. Was gefunden? Soweit alles sauber. Ich übernehme Seite 1, übernehme Seite 3. Sei vorsichtig. Spürt ihn auf. Sollte ganz was gefunden? Wo steckst du, Arsch? Dynamit! Hier ist jemand! Offen halten. Es hat noch einen erwischt. Sie müssen in der Nähe sein. Keine Spur von ihm. Hast du was? Dito, nichts. Vielleicht ist er hier lang. Ja, okay.
Direkt hinter diesen Mauern. Wow, über diese Schlucht springen wir nicht. Wir müssen einen Weg herumfinden. Runter geht's. Noch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Mich in Stücke reißen. Ganz genau. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Der Klugscheißer will mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Da sind sie! Okay, weiter geht's. Was für eine Aussicht. Mann. Sam, hier lang. Cool. Durchatmen. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Shit. Keine Wahl. Wow, 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 wow! Scheiße. Okay. Dann schaffe ich das auch. Wow. Wow. Besser als Bungee-Springen. Warst du schon mal Bungee-Springen? Nein. Aber das hier ist klar besser. Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und beschossen werden. In die Luft gejagt, geschlagen, getreten. Okay, okay, verstehe. Messern, Drogen. Ugh.
Das hätten wir. Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hey, hilf mir mal. Schlafraum, Heiliger Dismas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey, Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Mal sehen. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Okay. Gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien. Dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Sieht aus, als hätte Rafe hier schon gesucht. Na, toll. Wenigstens hat er keinen Plan, wonach er überhaupt sucht. Nein, er könnte aber Glück haben. Hoffen wir es nicht. Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Hey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee, die Daten sind falsch. Keine Schwerter.
Das ist es nicht. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her! Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Mal sehen, was wir hier haben. Eine Gruft. Eine Gruft? Hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Hat ein alter Mönch geschrieben. Da sind sie ja alle. Jesus, Dismas zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug.
Lampe. Hey, Smokey. Ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Wow, verbinde die Punkte. Das sieht gut aus. Du hast es. Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Müssen wir durch. Okay, mir nach. Hast du was von Phantom auf dem Berg gehört? Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Schön wär's. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind quasi nutzlos. Wenn wir nicht bald was von denen hören, sehe ich... Ugh.
Was ist das? Oh, oh, oh. Hier drüben! Ich hab sie! Helfen! Vorsicht! Zeigt es diesem Scheiße! Come on.
sein! Von der Seite zuschlagen! Wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Okay, bereit? Ja. Okay, los! Ist das Ding schwer? Ich weiß. Wie geht's dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Diese Balken und so da oben, das wurde doch nicht von den Mönchen gebaut. Ruhe voraus. Ich höre sie. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Fort Mosby verantworten. Wie wär's mit Klappe? Was haben wir denn hier? Für die Quote ist heutzutage alles gleich erlassen. Sehr piratisch. Was bringst du damit an? Ich
sagte, vergiss es. Teufel steckt er. Diesen Kerlen kann man wohl nicht entkommen. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Komm her, eine Leiter. Na los, komm, ich helfe dir. Okay. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Na, also. Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben. Der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben. Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch.
ist ein Weg die Klippe runter. Wenn du die große Rutsche ins Verderben meidest. Dann können wir hochklettern. Schon unterwegs. Ist das kalt? Hast du nicht die Kälte vermisst? Hier lang. Verstehe. Echt cool. Danke. Scheiße! Hey, sei vorsichtig an der Ecke da! Achtung! Das war unglaublich! Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folge dir schon. Hoffentlich hält's. Verlierst du ein paar Finger? Warte, ich helf dir hoch. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Na ja, schon. Ganz genau.
Ungefähr dort. An der Klippe gibt es keinen Weg. Gut, dann landeinwärts. Klingt gut. Na los. Ich hab sie! Scheiße, sie haben mich gesehen! Es gibt keinen Kopf! Schneide den Weg ab! Was ist das mit den Idioten? Ja.
Vorsicht! Die könnte nach der Explosion instabil sein. Wer gräbt denn mit Dynamit? Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Auf dich stabil? Stabil genug. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Danke. Okay. Oh. Okay, alles gut. Alles gut. Aus. Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Die Shoreline-Schweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Oh, kalt. Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Oh, ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn's eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung.
Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Twos Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage.